Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich freue mich heute sehr, mit Dr. Gerald Hüther, bekannter Sachbuchautor. Und sein Buch über Würde hat mich dazumals bis heute eigentlich immer wieder inspiriert. Und für mich ist das ein ganz wichtiges Lebensthema. Und ich freue mich sehr, jetzt ein paar Fragen zu stellen. Also herzlich willkommen. Und was verstehen Sie dann unter dem Begriff Würde? Ach, erstmal einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Rettiner und allen, die uns hier zuschauen. Und die meisten Menschen glauben, dass die Würde sowas ist wie die Ethik oder die Moral oder innere Werte oder sowas. Und das kann aber nicht so ganz stimmen, weil diese Ethik und die Moral, das hängt auch immer ein bisschen vom Zeitgeist ab. Also die Nazis hatten auch eine Moral und eine Ethik und die hatten auch Werte. Das heißt, Ethik, Moral und Werte sind durchaus verschiebbar, wenn sich die Zeiten ändern und die Meinungen ändern. Und das erleben wir ja auch sogar heute in einer gewissen Weise. Würde ist was völlig anderes. Würde ist ein Ausdruck eines eigenen Selbstverständnisses. Würde kann nicht objektiv festgelegt werden. Würde muss ich mir selbst, ich selbst bin der Einzige, der sich seiner eigenen Würde bewusst werden kann. Und deshalb ist das immer ein Prozess der Bewusstwerdung. Also, und den können manche Menschen durchlaufen, den und kommen dann zu der Auffassung, dass bestimmte Dinge, die sie tun, so sind, dass sie damit ihre Vorstellung von dem Menschen, der sie sein möchten, verletzen. Dann mögen sie sich selbst nicht mehr oder müssen dieses Gefühl unterdrücken. Und andere kommen zu der Auffassung, dass sie niemals im Leben bereit sind, irgendetwas zu tun, was ihre Vorstellung ihrer eigenen Würde verletzt. Hängt davon ab, wie man sich entscheidet. Und wenn wir wieder auf die gesellschaftliche Ebene gehen, merkt man, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass in der Verfassung oder bei uns hier in Deutschland im Grundgesetz da dieser Satz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja klar, kann man hinschreiben, nützt ja wenig. Also das ist sozusagen ein Statement, was da gemacht wird, wo die Menschen davon ausgehen, die das geschrieben haben, dass in ihrer Überzeugung jeder Mensch eine Würde besitzt. Da würde ich sagen, ist in Ordnung. Jeder Mensch besitzt eine Würde, aber da muss ich dann auch als Biologe schon sagen, auch ein Fuchs oder eine Amsel, denen würde ich auch sagen, die sollten dann auch eine eigene Würde besitzen, die ich ihnen zuschreibe. Die sind sich aber dieser Würde nicht bewusst. Und deshalb ist diese allgemeine Aussage, die Würde eines anderen ist unantastbar, die ist eigentlich relativ nutzlos, außer dass wir uns sagen, okay, wir wollen jedes Lebewesen in seiner Einzigartigkeit als Subjekt erkennen, achten und behandeln. Ja, das spricht mir sehr aus dem Herzen. Und doch stelle ich mir immer wieder die Frage, warum entwürdigen wir uns Menschen oft selbst? Und was hat es dann für Konsequenzen, wenn wir spüren, jetzt habe ich mich gerade entwürdigt, jetzt habe ich etwas gemacht, eigentlich unter meine Würde. Was hat das für eine Konsequenz auf mein Gehirn und auch auf mein Nervensystem, wenn ich das öfters tue, mich selbst entwürdigen? Dann müssen wir uns genauer anschauen, was das eigentlich ist, wenn wir sagen, ich entwürdige mich selbst. Und da können wir doch relativ einfach erstmal festhalten, dass die Würde oder das Bewusstsein der eigenen Würde doch im Grunde genommen nichts anderes ist als der Wunsch, ein selbstdenkendes und entscheidendes und handelndes Subjekt zu sein. Also ich bin davon überzeugt, dass, und ich habe ein Bild von mir, zu dem bestimmte Dinge passen und manche eben auch nicht. Und dieses Selbstbild kann dann von einer Überzeugung eigener Würde geprägt sein. Und die ist dann auch definiert. Oder ist es, ich will immer wieder darauf hinweisen, es gibt sehr viele Menschen, die haben dieses Bild nicht.
Weil damit wird man ja nicht geboren. Wenn die Verfassungsgründer reinschreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann tun die ja so, als würde jeder Mensch mit der Würde zur Welt kommen. Das mag schon sein, dass man das so sehen kann. Aber wenn der Betreffende sich seiner eigenen Würde nicht bewusst wird, dann nützt es ihm nichts. Also das, was wir ihm als Würde zuschreiben, ist in Ordnung, aber wenn er sich seiner eigenen Würde nicht bewusst wird, dann nützt es alles nichts. Und wenn er sich seiner eigenen Würde bewusst wäre, würde er sie nicht verletzen. Also hier ist sozusagen die Schnittstelle. Wir merken, dass wenn jemand etwas tut, was er eigentlich, wo er im Innersten weiß, dass er das nicht tun sollte, weil es nicht mit seinen Vorstellungen übereinstimmt, was für einer er sein will, dann sind die Vorstellungen nicht stark genug. Dann ist er bereit, seine Vorstellungen zu opfern für irgendwelche meist Annehmlichkeiten. Also meist geht es ja auch darum, dass man sich selbst anderen als Objekt zur Verfügung stellt. Also dass man dann klein beigibt, dass man sich unterwirft, dass man sich anbietet, dass man bereit ist, sich benutzen zu lassen von jemand. Das sind ja alles so sonderbare Verhaltensweisen, die völlig würdelos sind. Aber natürlich sind die nur würdelos für jemanden, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist. Jemand anders kann das einfach machen, ohne dass da was im Hirn passiert. So, und wenn ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin, dann habe ich im Hirn ein bestimmtes inneres Bild aufgebaut. Und mit dem vergleiche ich das, was ich da tue und was da an Fragen und an Anforderungen auf mich zukommt. Und entscheide natürlich, deshalb ist das ja auch ein Orientierung bietendes Bild für das eigene Handeln. Das vergleiche ich dann mit dem, was da von mir verlangt wird. Und dann komme ich zu der Überzeugung, dass ich das entweder jetzt mache oder nicht mache. In Abhängigkeit davon, ob es meine Würde verletzt. Wenn ich etwas tue, was gegen meine Überzeugung ist, komme ich an einen inneren Konflikt. Dann führt das zu einem Durcheinander im Hirn. Ja, man weiß nicht mehr richtig, was man tun soll und wer man ist. Und dieses Durcheinander muss dann beseitigt werden. Das muss also weg. Das verbraucht viel zu viel Energie. Das ist völlig inkohärent. Das passt nicht zusammen. Und da muss man eine Lösung für diese entstandene Inkohärenz suchen. Und jetzt ahnen Sie schon, wie die Lösung aussehen kann. Entweder ich besinne mich nochmal auf meine eigene Würde und dann verhalte ich mich so, dass das, was ich da tue, damit übereinstimmt. Oder aber ich verzichte sozusagen, mich nochmal an meine eigene Würde zu erinnern und unterdrücke sozusagen das kleine bisschen von eigener Vorstellung über die eigene Würde, sodass das dann nicht mehr kräftig genug ist und dann kann ich das tun, was wir dann von außen vielleicht als würdelos bezeichnen würden. Jetzt der Moment, wo es mir gelingt, wirklich ganz bei mir zu bleiben, in meiner Würde zu sein, aufgrund meines eigenen Innenbildes zu agieren, das braucht auch eine gewisse Bewusstheit, eine gewisse Achtsamkeit. Und wie gelingt es uns, dass wir das im täglichen Leben eben abrufen können, wirklich diese Präsenz es wahrnehmen und nicht uns wieder gleich verbiegen oder anpassen, vielleicht dem anderen zuliebe, weil wir auch wollen, dass unser Partnerin gut geht, unserem Kind, sondern dass wir eben wirklich ganz achtsam sind, was ist da nötig, dass es uns gelingt, die Würde eben auch zu halten oder überhaupt wahrzunehmen, dieses Bild. Die Würde ist ja kein Verhalten. Das ist ja eine innere Einstellung, eine innere Überzeugung, eine feste Vorstellung. Und das ist dann sowas Ähnliches wie eine Haltung. Die hat sich im Laufe des Lebens anhand der Lösungen, die man da gefunden hat, herausgebildet. Man hat immer wieder versucht, Situationen so zu meistern, dass man seinem eigenen Bild von sich selbst gerecht wird. Und dadurch hat sich dieses innere Bild von sich selbst so sehr verfestigt, dass es nun als innere Überzeugung und als Haltung das Denken, Fühlen und Handeln bestimmt. Ist ein übergeordnetes Muster, sagen die Neurobiologen. Und wenn ich diese Haltung, wenn ich die einmal herausgebildet habe,
Da brauche ich unterwegs nicht mehr zu überlegen. Dann ist das Automatismus. Die bestimmt automatisch, dass ich in einer Situation, wo andere Leute darüber nachdenken, ob sie das tun wollen oder nicht, dass ich da gar nicht nachdenken brauche. Ich mache das richtig. Ich mache das so, wie das mit diesem Bild von mir selbst auch kohärent und kompatibel ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass es durch Anstrengung unterwegs gelingt, seine eigene Würde zu wahren. Dann würde ich eher sagen, dann hat man sie noch nicht, wenn man sie derartig trainieren und festhalten will. Also so ein Gefühl von mit sich sein, im Einklang mit sich selbst sein. Und wenn diese innere Haltung wirklich gestärkt ist und verinnerlicht ist, dann wird es uns gelingen, eben dann würdevoll zu sein. Und wenn wir dann noch zu viel uns anstrengen müssen und da immer wieder reinfallen, da ist diese innere Haltung, diese Würde noch nicht so gefestigt. Also da braucht es noch mehr eine Ja, ich meine, wir kommen ja alle mit so einem inneren Empfinden schon zur Welt, dass wir so ungefähr wissen, was richtig ist. Und deshalb weint ja dann auch der Säugling, wenn es anders kommt, als er das so für richtig hält. Jetzt mal so ganz einfach gesprochen. Und dann aber im Laufe der Kindheit wird jedes Kind die Erfahrung machen, dass es selbst bedeutsam und wichtig ist und dass es der Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist. Und damit auch der Gestalter seiner Handlungen und seines Lebensweges. Das kann aber nur ein Kind herausbilden, das auch die Gelegenheit hat, sich immer wieder als gestaltendes Subjekt zu erleben. Wenn es immer nur von außen herumkommandiert wird oder wie ein Objekt behandelt wird, also zum Objekt von den Vorstellungen oder den Erwartungen oder den Belehrungen oder den Bewertungen anderer gemacht wird, dann ist keine Chance, dass das Kind eine Vorstellung seiner eigenen Würde herausbildet. Dann steckt es in einem Dauerkonflikt, nämlich dass es eigentlich doch mit der Grunderfahrung auf die Welt gekommen ist, dass es diese Möglichkeit gibt, mit anderen verbunden zu sein und dass es auch die Möglichkeit gibt, selbst etwas zu gestalten. Und in dem Augenblick, wo das Kind erleben muss, dass es zum Objekt gemacht wird, reißt der Faden der Verbundenheit. Dass, wenn ich einem Kind deutlich mache, dass es so, wie es ist, nicht richtig ist und nicht dazugehören darf, wenn es sich nicht so verhält, wie ich das wünsche, dann ist das problematisch für das Kind und es reißt auch gleichzeitig das Vertrauen des Kindes, dass es mit seinen eigenen Gestaltungsmöglichkeiten in der Welt etwas bewirken kann, denn das, was es selber machen will, unterbinde ich ja, indem ich ihm sage, was es jetzt zu tun und zu lassen hat. Und wenn Kinder häufig diese Erfahrung machen, dass sie wie Objekte behandelt werden, dann müssen die dieses anfängliche Empfinden ihrer eigenen Würde regelrecht unterdrücken. Denn das kann man ja gar nicht aushalten. Und dann wird man als Kind in eine Situation gebracht, wo man immer wieder versuchen muss, diesen Schmerz zu unterdrücken, der dadurch entsteht, dass man von anderen behandelt wird wie ein Objekt. Und wenn das Kind nicht Glück hat und irgendjemand findet in seinem Leben, der das durchbricht, also der dem Kind die Gelegenheit gibt, endlich zu erfahren, dass es so, wie es ist, richtig ist. Und dass es jemand gibt, der an das Kind glaubt und der dem Kind was zutraut. Wenn ein Kind so eine Erfahrung nicht machen kann, dann ist es verloren in dieser Welt. Dann wird es ein guter Konsument, glaube ich, später im Leben. Und davon brauchen wir ja auch genug. Ja, wie ist es dann, wenn wir so jetzt unterwegs sind in unserem Leben und wir begegnen einem Menschen, der uns nicht so würdevoll begegnet, der uns als Objekt sieht, seine Manipulation, seine Wünsche? Wie können wir da einfach wie geht Ist auch, relativ einfach. Wenn ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin, kann da einer kommen und Idiot zu mir sagen. Das macht mir nichts. Warum soll ich mich darüber aufregen? Der tut mir eher leid, weil er beraubt sich der Möglichkeit, mich kennenzulernen. Und es
gibt dann auch für ihn keine Möglichkeit, dass er sich mit mir austauscht oder irgendwas gemeinsam mit mir macht. Der grenzt sich von mir ab und das, wenn er das nicht anders kann, dann tut mir das leid, aber ich muss jetzt nicht mich verletzt fühlen deshalb. Genau, also es ist nicht persönlich zu nehmen, sondern ganz bei sich zu bleiben und nicht da einzusteigen. Ja, das ist eine wundervolle Praxis jetzt. Viele Leute, die ich kenne, werden jetzt auch älter. Und wie stellen Sie sich das so vor? Im älter werden und in der Würde bleiben. Also was haben Sie da so für ein inneres Bild? Würdevoll älter werden. Was bedeutet das für Sie? Es wäre der Normalfall. Das, was wir sehen, dass es Menschen gibt, die sich würdelos behandeln lassen, weil sie dann vielleicht auch schwächer werden und auf die Hilfe anderer angewiesen sind, ist krank. Das ist nicht gesund. Und zwar sowohl von Seiten derjenigen, die diese pflegebedürftigen Menschen dann behandeln wie Objekte, aber auch von Seiten dieser pflegebedürftigen Menschen, die sich so behandeln lassen. Das ist beides krank. Und macht Menschen unglücklich. Also unglücklich wird nicht nur der, der in seiner Würde verletzt wird, sondern unglücklich wird auch der andere Menschen in ihrer Würde verletzt. Weil normalerweise verletzt man ja, indem ich jemand anders sage, dass er ein Idiot ist, oder ihn so behandle, als sei er es nicht wert, da verletze ich ja eigentlich meine eigene Würde. Das ist eigentlich unter meiner Würde, würde ich sagen. Aber dazu muss ich auch eine Vorstellung meiner eigenen Würde haben. Und wir hatten ja vorhin gesagt, dass eben Menschen im Laufe ihrer Sozialisation und beim Älterwerden oder beim Hineinwachsen in diese Welt durch die ungünstigen Erfahrungen, die sie da machen, häufig gezwungen sind, dieses positive Bild von sich selbst zu unterdrücken. Also man kann auch sagen, Menschen lernen sich selber nicht mehr zu mögen. Das hört sich noch prosaischer an. Die lernen, die müssen sich so verhalten wie andere und dafür können sie sich selber nicht mehr leiden. Ständige angepasst sein, sich verbiegen, sich nicht treu zu sein, dass man sich dann selbst nicht mehr, einfach nicht mehr liebevoll begegnen kann. Jetzt, wie ist es dann? Also, Sie haben ja wahrscheinlich auch viele Menschen, wie ich, kennengelernt, die so in ihrer Würde sind. Wie sieht es aus, wenn es noch mehr Menschen gelingt, in dieser Welt wirklich in der eigenen Würde zu sein? Und auch mit anderen Menschen noch würdevoller umzugehen. Ich sehe da auch mit Lebewesen, auch mit Tieren. Wie kann dann unsere Welt sich entfalten, wenn es noch mehr Menschen gelingt, diese Würde zu leben, zu praktizieren und eben auch mit anderen zu teilen, also auch in der Begegnung mit anderen? Wie kann unsere Welt dann aussehen? Ja, wenn wir über Würde reden, ist das ja nur eine Bezeichnung, die wir jetzt mal so finden für etwas. Also vorhin habe ich gesagt, das ist das Bewusstsein seiner eigenen Subjekthaftigkeit. Das ist das Gefühl, dass ich jemand bin, der wertvoll und bedeutsam ist, ohne dass ich die Bedeutsamkeit mir bei anderen abholen muss. Das Gefühl, dass es schön ist, in der Welt zu sein und dass sich die Welt darüber freut, dass ich da bin, ist ja okay. Das ist halt alles nur was mit mir zu tun und wenn ich in diesem Gefühl drin bin, kann ich das dann Würde nennen. Und ich kann aber auch sagen, okay, wenn ich so unterwegs bin, dann mag ich mich selbst und dann bin ich auch liebevoll zu mir selbst. Das ist dasselbe, wie auf seine eigene Würde achten. Das ist nur ein bisschen kognitiver. Wenn man über Würde redet, kann man noch ein bisschen intellektuell das Ganze anfassen. Wenn man es dann dreht und sagt, im Grunde genommen, wenn ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin, dann fange ich auch an, liebevoll mit mir selbst umzugehen. Und dann fange ich auch an, mich selbst zu mögen. Das hört sich dann ein bisschen anders an, ist aber total identisch. Und jetzt kann man die Frage eben beantworten, die Sie stellen. Was wäre, wenn es mehr Menschen gäbe, die liebevoller mit sich selbst umgingen, weil sie sich selbst auch mögen?
Und da heißt die Antwort, dann können wir unser gegenwärtiges gesellschaftliches und ökonomisches System verabschieden. Geht nicht mehr. Dass dieses gegenwärtige gesellschaftliche und wirtschaftliche System setzt voraus, dass Menschen ihre eigene Würde verletzen, dass die nicht liebevoll mit sich selbst umgehen, dass sie sich häufig auch selber nicht mehr mögen und deshalb auch andere nicht mehr mögen, dass sie immer wieder unzufrieden sind und diese Unzufriedenheit dann durch entsprechende Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder den Kauf von Produkten kompensieren. Ja, das, und, da, und ich glaube, das ist auch an der Zeit, dass wir das so deutlich sagen dürfen, weil wir ja sonst uns immer wieder einbilden, wir könnten in einer Welt unsere Würde bewahren, die von ihren Grundfesten aus darauf ausgerichtet ist, die Würde des Menschen zu verletzen, wenn die Wachstumsgesetze der Ökonomie eingehalten werden sollen. So, und dann kann man. Dann muss man eine Lösung suchen, wenn man das so erkannt hat. Und mein Vorschlag wäre, die Lösung nicht darin zu suchen, dass man jetzt versucht, diese Welt zu ändern, sondern dass man bei sich selbst anfängt, bei seinen Liebsten, bei seinen Freunden und Nachbarn und dass man im Kreis dieser Vertrauten eine Welt aufbaut und eine Beziehungskultur aufbaut, in der die Menschen einander helfen, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und ihre Würde zu, sich ihrer Würde bewusst zu werden und diese Würde auch zu bewahren. Das heißt, diese Bewegung, die da notwendig ist, kommt von unten, wird immer von dem Einzelnen, von der einzelnen Person angestoßen, hat aber eine hohe Ansteckungskraft, weil Menschen, die sich selber mögen, auch sehr attraktiv sind. Also, die sind, da geht man auch gerne hin. Die besucht man auch gern. Jetzt wahrscheinlich gerade jemand, der sie sehr lieb hat. Ja, und dann bedeutet das, dass Menschen anfangen, in diese andere Beziehungskultur zu gehen. Und die heißt ja dann, dass man ein wirkliches, ernsthaftes Interesse an der Entfaltung des anderen hat. Dann ist man auch jemand, der was verschenken kann, der nicht ständig was von anderen haben will. Und da ahnen Sie schon, das ist die einzige Art, wie wir als Menschheit auf diesem Planeten überleben können. Und deshalb bin ich auch ganz sicher, dass das so kommt. Nur wir haben jetzt seit 10.000 Jahren was anderes gelebt und das hat sich fest in unsere Köpfe und auch in die gesellschaftlichen Strukturen eingegraben. Und das ist nicht so ganz leicht aus der Welt zu schaffen. Da wird es immer wieder Menschen geben, die an dem Alten die so sehr identifiziert sind mit ihrer bisherigen Lebensweise und dem, was sie dafür wichtig gehalten haben, dass sie das nicht loslassen können. Ja, Sie haben mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Die Würde, die Liebe, der Umgang mit sich selbst. Beginnen wir mit uns selbst, bauen wir so ein Feld auf. Ein Feld, dabei mit unseren Nächsten können wir sie auch wunderbar üben und sehen, ob wir es schon umsetzen. Und dann kann das wachsen, dieses Feld. Und ich bin jetzt jedes Mal, wenn ich mit Ihnen rede, habe ich das Gefühl, meine Würde ist noch mehr gewachsen, mein Potenzial verändert sich. Und einfach Schöne, weil ich einfach merke, wenn ich ihm zuhöre, habe ich immer das Gefühl, da ist keine Belehrung, da ist kein Besserwisser dann, da ist kein Ratschlag, da ist einfach Inspiration, da ist Erinnerung, da ist Bewusstsein und ich fühle mich immer sehr beschenkt, mit Ihnen in Verbindung zu sein. Ich höre ja auch viel Ihre sonstigen YouTubes und ich möchte Ihnen einfach mal herzlich danken, dass Sie dieses Feld aufbauen. Und alle Menschen, die jetzt zugehört haben, ich denke, wir alle haben jetzt Zeit, mehr Würde, mehr Liebe in die Welt zu bringen und was ganz Neues, ein neues Feld, eine neue Welt aufzubauen. In dem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für dieses wundervolle, inspirierende Interview, das mir und bestimmt vielen Menschen wieder viel gegeben hat. Herzlichen Dank. Das tut mir auch gut und vielen Dank und allen, die uns hier zugehört haben. Alles Gute.